Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayer. Amata Bayer hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema einfach online erfolgreich sein. Ich habe eine Frau im Interview, die einen Prozess durchmacht. Eine Frau, die schon viele Jahre in dem Bereich tätig ist und die immer wieder sich verändert, sich etwas wandelt. Und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist, Julia Bräunig. Ganz herzlich willkommen, liebe Julia. Hallo, liebe Amata. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und dass ich dich an diesem Prozess teilhaben lassen darf oder auch die Hörerinnen natürlich. Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ich war ja kürzlich bei dir im Interview. Genau. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Und da hatten wir auch so über deines gesprochen, dieses federleichten erfolgreich sein und einfach online sich erfolgreich machen. Bevor wir jetzt so in dieses Thema reinstarten, was sich denn da ändert und verändert, mal ganz kurz zu dir als Person. Wer bist du denn so privat? Und wie kamst du zu dem, was du so beruflich bis jetzt machst? Ja, also ich, wer bin ich privat? Ich bin eine sehr vielseitige Person. Also ich habe ganz, ganz viele Interessen. Lebe auch viel davon aus. Es ist eigentlich fast alles kreativ. Also entweder Fotografie, Musik, Design, Schreiben und so weiter, also alles sowas, so kreative Sachen. Ich habe 2 Kinder, noch relativ jung, und ich wohne in der Nähe von Hamburg, bin ein paar Mal umgezogen. Wir haben auch als Familie eine Reise gemacht, ein Jahr, wir wollten eigentlich auswandern. Mhm. Hat dann nicht so gut geklappt, beziehungsweise unsere Tochter fand das nicht so toll. Und dann sind wir wieder zurückgekommen, aber es ist eigentlich immer so, es ist viel im Wandel immer, ja, genau. Dieser Wandel zieht sich sozusagen durch. Genau. Durch dein Leben und durch dein Business. Genau. Wann hast du dich denn selbstständig gemacht und wie kamst du zu deiner Selbstständigkeit? Also eigentlich, theoretisch war ich schon immer selbstständig. Ich habe nach dem Studium einen Job angefangen und war eigentlich von Anfang an unzufrieden da. Und ich habe schon gleich gemerkt, irgendwie, dass ich kann das nicht in einem Büro und für jemand anderen arbeiten und immer zu festgelegten Zeiten irgendwo sein und meine Stunden absitzen und so. Ging nicht. Und dann, da ich aber noch sehr jung war, hat das eine Weile gedauert, beziehungsweise also eigentlich auch nur 1,5 Jahre, glaube ich. Und dann habe ich den Sprung einfach gewagt. Ja. Du hast ihn gewagt und es hat funktioniert. Genau. Wie waren die ersten Schritte so als Selbstständige? Ich hatte zum Glück, eigentlich hat mir der Job die ersten Kontakte gebracht, weil da waren einige Freelancer und die haben mir dann auch, die haben mich bestärkt, mich selbstständig zu machen, erstmal im Webbereich, also als Webdesignerin. Mhm. Und die haben sich auch alle dann daraufhin selbstständig gemacht und eigenen Business gegründet und wir haben uns dann halt immer so Aufträge zugespielt und irgendwie, hatte ich dadurch gleich meine ersten Jobs und dann ging das eigentlich komischerweise relativ schnell. Also ich hätte es mir auch schwieriger vorgestellt. Okay, das heißt, obwohl die Anstellung jetzt nicht das war, was du dir vorgestellt hast, war es sozusagen dennoch Sprungbrett für deine Selbstständigkeit. Genau. Ich glaube, das ist ja etwas, was wir ganz, ganz oft erleben, gell? Dass Dinge, wo man irgendwie spürt, das passt nicht so ganz, dass wir trotzdem daraus lernen und etwas mitnehmen können. Das auf jeden Fall. Das ist das Spannende, ja. Ja, und sei es die Erkenntnis, dass das nichts für einen ist. Also, und sei es das, genau. Jetzt hast du im Webdesign angefangen. Wie ging es dann weiter? Genau, ich hatte dann eine Webdesign-Agentur. Das lief total gut. Dann hatte ich aber, habe ich mein erstes Kind bekommen. Und in der Elternzeit kam es dann so, ich hatte halt immer nur was am Computer gemacht. Und irgendwann war mir das zu viel, Digitales. Und ich habe dann gedacht, ich will was mit den Händen machen. Und habe daraufhin ein DIY-Business gegründet. Also habe Nähanleitungen entworfen und verkauft. Das habe ich auch 7 Jahre gemacht. Okay.
Also es, genau, es gibt verschiedene, aber es ist bei mir immer so, ich folge immer meiner Leidenschaft, ne? Deswegen, es sind halt die verschiedensten Sachen. So. Ja. Was war denn dann? Irgendwie bin ich wieder zurück zum Webdesign gekommen. Ich habe das ja eigentlich die ganze Zeit, ich habe ja meine Business-Webseite gestaltet. Ja. Und ich hatte immer noch so Anfragen bekommen. Ne? Ich habe also eigentlich die ganze Zeit immer noch so ein bisschen Webdesign nebenbei gemacht. Mhm. Und dann wurde das halt wieder mehr. Und das andere, das Nähen, hat mir dann gar keinen Spaß mehr gemacht. Okay. Dann kam ich wieder zum Webdesign und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit meinen Kundinnen, während wir die Seite aufbauen, eigentlich total viel Coaching mache. Und also die begleite in ihrem Prozess, was brauchen sie überhaupt und warum machen wir das wie und welches Angebot und so weiter. Und hatte dann, als wir dann gerade auf Weltreise waren, hatte ich ja vorhin erzählt, ne, habe ich so eine Ausbildung gemacht online bei einem Coach. Und dann habe ich noch eine Weile gebraucht, bis ich mich wirklich Coach nennen konnte, mental. Also war so eine Überwindung, dass das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon mache, aber das halt auch so draufzuschreiben quasi. Ich bin jetzt Coach. Und dann hatte ich eigentlich meine Coaching-Webseite auch dann gestartet, also mein Coaching-Business gestartet. Das ist ja ganz interessant, was du gerade sagst, Julia. Es war eine Zeit, da war diese Nähanleitung, da war das genau das Richtige. Genau. Und dann war es auf einmal vorbei. Und ich glaube auch, das ist etwas, wo gerade bei Frauen so wichtig ist, dass es einfach auch Zeiten geben darf, wo bestimmte Dinge im Vordergrund stehen und wo man die auch leben und ausleben dürfen. Und irgendwann ändert sich das, ja? Genau. Ich kann mich gut erinnern, ich war ja in meiner Klosterzeit, habe ich ja schon angefangen mit Seminaren. Ja. Und nach meinem Austritt auch. Und dann gab es eine Zeit lang, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Heute merke ich wieder, kommt es wieder rein. Und ich glaube, das ist wirklich dahin zu spüren, was ist jetzt dran und dem auch zu folgen und zu vertrauen, dass das genau richtig ist. Ja, also wie du sagst, dieser Leidenschaft letztlich zu folgen. Genau. Ja. Und das will ich jetzt auch eigentlich mehr in mein Business einbringen. Dieses, halt wirklich auf sein Herz zu hören, weil ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen schwer, das erstmal einzugestehen, dass man das darf und das dann auch umzusetzen. Da sind halt so viele Ängste und Blockaden und ich will jetzt, also von meinem reinen Strategie-Business, was ich eigentlich bisher gemacht habe, will ich jetzt auch so ein bisschen mehr so zum Herzens-Business und den Frauen auch bei ihren Blockaden helfen und alles sowas. Ja, ja. Da ist gerade ganz viel im Wandel bei mir auch wieder. Ja. Genau. Naja, und wie du gesagt hast, es darf ja auch und braucht ja auch Zeit. Du hast auf der Weltreise diese Ausbildung gemacht, aber bis du selber so weit warst, dass du gesagt hast, jetzt ist es, das hat auch eine Zeit gebraucht. Und ich glaube, das ist immer angesagt, dass jeder in seinem Tempo einfach den Weg gehen kann und darf und einfach dann schaut, ist das noch so stimmig, was ich jetzt mache oder braucht es noch mal eine neue Ebene, braucht es noch eine Ergänzung oder eine komplette Veränderung? Ja, ja, absolut. Ja, genau. Wenn man dich momentan so fragt, was machst du beruflich, was antwortest du denn so in der Kürze? Jetzt gerade würde ich sagen, ich bin Coach für selbstständige Frauen, helfe ihnen, ihr Herzensbusiness aufzubauen oder erstmal überhaupt ihre Herzensmission zu finden, auf ihr Herz zu hören, nur noch Dinge zu tun, die sie wirklich machen wollen. Und vielleicht würde ich auch noch sagen, dass ich auch Webdesignerin bin, aber das kommt gerade so ein bisschen in den Hintergrund. Also die Arbeit mit den Frauen wird mir eigentlich immer wichtiger. Hast du denn so vielleicht so ganz praktische Tipps aus deiner Praxis raus, wo du sagst, was sollten Frauen beachten und tun und umsetzen, wenn sie ihr Business aufbauen wollen aus dem Herzen raus? Aus dem Herzen raus. Vielleicht erstmal ganz, ganz viele Ratschläge ignorieren. Also ich finde, also man wird so schnell verunsichert im Internet, diese ganzen Anleitungen und Freebies und wie man das macht. Und das erstens setzt es einen einfach total unter Druck, weil man denkt, man muss so viel machen. Ja. Und es lenkt einen auch total von einem selber ab. Also was ich den Frauen immer sage, ist, vergiss alles, geh in den Wald und denk erstmal einfach nur drüber nach, was du überhaupt machen willst. Weil das kommt einfach zu kurz, das macht niemand mehr. Die sind so verunsichert von dem ganzen, von diesen ganzen Strategien und was alles so im Internet rumschwirrt, was sicherlich alles seine Berechtigung hat. Und es gibt ja auch Strategien, die irgendwie Sinn machen, aber der Anfang, der fehlt einfach schon. Die Basis fehlt und das ist eigentlich das Wichtigste, die Basis zu haben. Absolut, ja. Ja, und deswegen, keine Ahnung. Also mein wichtigster Tipp ist eigentlich erstmal eine Zeit lang möglichst alles zu ignorieren
und so lange in die Stille zu gehen, bis man selber, bis das Herz höher schlägt bei irgendeinem Thema, bis man merkt, oh, das ist jetzt genau das, was ich machen will. Und danach erst zu gucken, okay, wie setze ich das denn jetzt um und was brauche ich dafür überhaupt? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, wie du vorher gesagt hast, es gibt im Moment so viele unterschiedlichste Anregungen, Anleitungen im Internet, was zu tun ist. Und ganz oft erzeugt es, wie du gesagt hast, Druck. Also ja. Das kenne ich von mir, kenne ich von meinen Kunden auch. Und es geht ja auch einfach, sehr viel einfacher. Ja. Es braucht, ein Freebie ist okay und gut, wenn es jemand hat, aber es braucht es gar nicht. Also es sind so viele Dinge, die sind gar nicht notwendig. Die Frage ist, was passt zu einem? Und ich glaube, so dein Tipp, geh in den Wald, also geh raus aus deinem Alltag, geh in die Stille sozusagen und hör auf dich selber, hör hin. Was ist so meins? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Genau. Und wenn man weiß, was einem wichtig ist im Leben, dann gibt es immer Möglichkeiten und Wege, das umzusetzen. Genau. Ja, und ob es ist, also auch das ist ja eine Form, zum Beispiel zu sagen, das, was ich gerne mache, möglicherweise als Beruf zu machen, möglicherweise aber weiter einfach nur als Hobby zu machen, ja, genau, und mein Geld anderweitig zu bekommen. Also genau. Da muss man halt auch hinschauen, was ist es denn, ja? Und wie kann ich das verbinden? Ja. Und erst im dritten Schritt in die Umsetzung zu gehen, denn das Umsetzen gehört überall das so. Also ich glaube, das ist, was es geht. Es geht dann immer ums Tun, aber es wichtig sind die Schritte voraus, dass einem selber klar ist, was geht. Ja. Und dass man halt, während man noch in der Ideenfindung ist, noch irgendeine Art von Job oder Einkommen hat, also dass man nicht alles hinschmeißt und dann anfängt, so, ich will aber jetzt mein Business, weil das macht so einen Druck und du müsstest ja eigentlich sofort Geld verdienen und dann machst du Sachen, die du eigentlich nicht machen willst und also man muss es eigentlich parallel machen zu was anderem. Das ist übrigens meine Empfehlung auch immer, ja, also so mit 5 bis 8 Stunden in der Woche sich so ein Einkommen zu generieren, ein möglichst gutes, möglichst auch ein residuales Einkommen, sodass man ganz entspannt das machen kann, was man wirklich machen möchte. Genau. Und das ist natürlich dann eine enorme Erleichterung. Und manche gibt es, die sagen, ich will sofort starten und den Sprung ins kalte Wasser wagen, wenn das für jemanden passt, das ist ja gut. Ganz oft ist es aber so, dass es gut ist und viel, viel entspannter ist, wenn ich noch was habe, wo das Einkommen generiert wird und das andere sozusagen Schritt für Schritt dann einfach verwirklicht werden kann. Ja. Genau, kommt ja auch immer auf die Ausgangssituation an. Wenn man jetzt sich was angespart hat oder wenn der Partner ganz viel verdient, kann man das natürlich machen. Aber wenn das eben nicht so ist und man ist irgendwie halbwegs auf sich selber gestellt, dann erzeugt es einfach zu viel Angst, wenn man sofort springt. Meine Erfahrung. Womit verdienst denn du eigentlich ganz genau dein Geld jetzt? Also momentan hauptsächlich über die Coachings. Und dann habe ich auch noch ein paar Webdesign-Jobs. Ich werde jetzt so ein bisschen das Webdesign weniger machen. Also ich möchte mehr coachen, ich möchte mehr mit Frauen arbeiten. Und ich habe jetzt auch angefangen, oder ich werde jetzt auch mehr so Coaching-Programme machen. Also dass es wie so ein Gruppenprogramm ist, dass man an einem bestimmten Thema gemeinsam arbeitet, begleitet über eine Zeit. Was ist denn so deine Marketing-Geheimwaffe? Wie hast du selber dein Marketing aufgebaut? Erstmal habe ich das ganz standardmäßig aufgebaut, so wie es mir geraten wurde und so. Wie es jetzt gerade im Umbruch ist, dass ich ziemlich viel auch hinterfrage, will ich das überhaupt so? Ich habe Freebies gemacht, weil ich dachte, dass man das machen muss. Ich mache halt die ganzen Social-Media-Sachen, also Facebook-Posts, Pinterest, Instagram, Newsletter. Es ist halt ziemlich viel, es ist mir auch zu viel und es ist meinen Kundinnen auch zu viel. Also sie machen das ja auch so, ne? Sie haben das auch so gelernt und machen das auch so. Ja. Und als mir plötzlich auffiel, ich bin ja nicht die Einzige, die überlastet ist, sondern die sind ja alle komplett überlastet damit. Dann kam das für mich auch so in Wandel, so Moment mal, vielleicht müssen wir das alle gar nicht machen. Und dieses ganze neue Ansatz ist jetzt bei mir halt gerade total im Wandel, dass ich halt überlege, was brauche ich überhaupt? Wie möchte ich überhaupt arbeiten? Womit möchte ich überhaupt meine Zeit verbringen? Eine so wichtige Frage und so ausschlaggebend, weil Zeit ist, glaube ich, eines der wertvollsten Ressourcen, die wir haben. Die können wir nicht vermehren. Ja? Geld ist relativ leicht zu vermehren, aber Zeit geht nicht. Und ich kenne es bei mir auch in dieser Anfangszeit, wo ich gestartet bin,
alles Mögliche. Ich habe mal gelernt, ob das Instagram war, ob das Bloggen ist, ob das Podcast ist, ob das YouTube ist. Also genau. Was man alles tun sollte angeblich. Und genau. Tatsache ist, es braucht gar nicht viel. Es genügt sogar, ich sag's mal, ein Medium, mit dem zu starten. Und wenn das läuft, kann man dann immer noch ein zweites oder drittes dazu nehmen. Aber erstmal zu schauen, wie kann ich das entspannt aufbauen? Das ist echt eine riesige Erleichterung. Also das erlebe ich bei mir und bei meinen Kunden auch total. Ja. Dieses nicht alles tun zu müssen, sondern sie zu reduzieren auf eins und es funktioniert. Das ist übrigens auch eine Erfahrung der Weltreise gewesen. Wir haben daheim so viele Sachen, die man alle gibt. Ja. Und ich stelle fest, unterwegs, es geht mit einem Laptop und mit einem Notizblock und einem Kugelschreiber. Es funktioniert. Genau. Es fehlt nichts, ja. Und so ist es im Business ja genauso. Genau. Also leichter, einfacher machen. Absolut. Genau, einfacher machen. Naja, man muss halt, das Problem, glaube ich, bei vielen ist, die Angst erstmal zu überwinden. Viele machen halt ganz viel und ganz schnell aus dieser Angst heraus, aber ich muss doch irgendwas machen, das muss doch ganz schnell funktionieren. Ja. Und das muss man ja, also man muss ja dieses Vertrauen auch erstmal lernen oder sich. Also ich habe halt oft doch, wenn ich den Leuten das so sage, du brauchst eigentlich nur einen Kanal oder so, dann die glauben das gar nicht. Also die, die machen dann trotzdem irgendwie ihr Ding und das ist halt schwierig, da erstmal das Vertrauen irgendwie zu schaffen. Ja, Vertrauen ist eh so eine, ich sage jetzt mal etwas, was sich entwickeln darf, sich und dem Leben zu vertrauen, dass da wirklich genug da ist. Also genau. Das ist ja wirklich, Jetzt, wenn wir gerade noch so beim Thema Geld waren, Julia, wie wichtig ist denn für dich persönlich Geld? Macht dich Geld glücklich? Also Geld an sich, also der Geldschein macht mich jetzt nicht glücklich, aber ich finde Geld wichtig, wenn man es jetzt so wie eine Energie sieht. Also wenn ich zum Beispiel, ich lege sehr viel Wert zum Beispiel auf Bio-Lebensmittel oder auf nachhaltige Kleidung und so. Und wenn ich weiß, ich kann diese Unternehmen unterstützen mit meinem Geld, die was Gutes tun wiederum, also der Biobauer nebenan oder irgendjemand, der Fairtrade-Kleidung herstellt oder sowas, dann ist das eher für mich, das geht halt durch mich durch quasi, das Geld. Also ich brauche das gar nicht so für mich. Also ich brauche es für mich natürlich, um zu leben und meine Miete zu zahlen, aber es soll eher, ich will eher ganz viel andere damit unterstützen. Ja, ich glaube, das ist so auch die Frage, gell? Wie setzt man es ein und für was setzt man es ein? Und wie du gerade sagst, gerade wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dass man sagt, ich möchte gerne eher nachhaltig, biomäßig, dann ist das einfach, da braucht es auch Geld dazu. Das ist das eine. Und zum anderen ist es aber eben, wie setze ich dieses Geld dann eben auch ein? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Denkst du denn, dass Geld irgendwie den Charakter verändert? Eigentlich nicht. Nö. Also es macht einen vielleicht freier, wenn man genug hat, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss. Aber es ist ja jetzt nicht unbedingt der Charakter, das ist ja eher so eine... Ich weiß auch nicht, wie würdest du das sagen? Ich sage immer, Geld zeigt den Charakter. Es bringt es immer mehr zum Ausdruck, weil die einen macht es wirklich freier, weil, wie du sagst, ich habe keine Sorgen mehr, weil es entspannt im Leben, weil es diese Freiheit schenkt. Und wenn einer einen guten Charakter hat, dann wird er mit viel Geld einfach das viel mehr auslegen können. Ja, und wenn der Charakter eben nicht ganz so ist, dann denke ich, dass Geld auch in die Richtung halt auch dann bestärkt. Also ich glaube, es zeigt einfach mehr von dem, was da ist. Ja, du hast recht. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist gut, gefällt mir. Ja, stimmt. Ja, ich habe ja immer wieder mit Menschen zu tun, die gerne ihr Einkommen erhöhen wollen oder mehr verdienen wollen. Aus deiner Sicht, Julia, welchen Tipp hättest du für jemanden, der gerne sein Einkommen erhöhen möchte? Also erstmal am Selbstbild zu arbeiten. Weil, also das Geld, was man für seine Arbeit verlangt, dass man da halt auch den angemessenen Wert verlangt, das, was man wirklich, was die eigene Arbeit und die eigene Zeit wert sind. Also das ist das eine. Und dann denke ich, was immer gut ist, halt so Produkte, die sich passiv verkaufen lassen, also E-Books oder Kurse oder
ich weiß nicht, was noch so, gibt ja alles Mögliche, aber einfach sich so ein passives Einkommen aufzubauen, weil das einfach so viel Freiheit reinbringt, wenn man quasi im Schlaf Geld verdient, ne? Und alles andere ist halt um. Ja, und das sagst du schon, im Schlaf Geld verdienen, das ist ja das, was sich viele wünschen. Vorausgehen tut allerdings immer dieser erste Punkt, wie du sagst, dieses Selbstbild, also was bin ich selber wert, ja, und vor allem, dass ich Produkte und Dienstleistungen habe, die sich auch passiv verkaufen lassen, und das gilt es aber aufzubauen. Und ich glaube, das ist es, im Schlaf Geld zu verdienen, funktioniert erst, wenn ich vorher gearbeitet habe, einen Tag über. Naja, auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, also, dass es irgendwann so ist, dass die Produkte sich halt verkaufen und man nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen muss. Richtig, ja. Ja, also ist eins in meinen Augen der wichtigsten Themen, dass man eine Zeit gegen Geld tauscht, weil wir alle nicht wissen, was das Leben uns so bringt, und auch vielleicht einfach mal uns Pausen gönnen wollen, ob das für Familie ist, für was auch immer. Und da ist es so wichtig, dass wir dann was aufgebaut haben, wo wirklich ein passiver Einkommensstrom fließt. Und auch das muss man ganz klar sagen, Thema Rente. Junge Menschen heute haben wirklich die Situation, dass sie vielleicht nicht an ihre Rente denken, aber mit Sicherheit nicht davon ausgehen können, dass sie von der Rente so viel bekommen. Ja? Und da muss man einfach selber für sich schauen. Absolut. Genau. Muss man ja generell immer, also diese Eigenverantwortung. Ja. Genau. Das ist auch total wichtig, ne? Also auch versuche ich auch meinen Kundinnen zu vermitteln, dass es halt, dass man halt nicht im Außen irgendwas erwartet, sondern dass man es halt selber machen muss. Mhm. Ja. Und da gehört ganz vieles mit dazu, ja. Genau. Sag mal, Julia, jetzt hast du dir dein Business so aufgebaut, und auch wenn sich's gerade verändert, verwandelt, aber du hast schon viel aufgebaut, da läuft ja nicht immer alles so glatt. Was war denn so für dich so dein schlimmster Moment, deine größte Herausforderung? Und vor allem natürlich, wie bist du damit umgegangen? Also eigentlich sind diese, wenn ich so im Veränderungsprozess bin, ist das für mich immer ziemlich herausfordernd. Mhm. Also zum Beispiel mein Nähbusiness aufzugeben, hat für mich viele Jahre gedauert, weil ich habe es ja aufgebaut, und das war so wie so ein eigenes Baby, und das, was ich aufgeben musste. Und diese Veränderung, ich weiß nicht, ich bin halt, wahrscheinlich haben das alle dieses Problem, oder viele, ich habe halt so dran geklammert irgendwie, weil das war so meine Sicherheit, das war das, was ich immer gemacht habe. Ja. Und da erstmal rauszukommen und sagen, aber Mensch, vielleicht gibt es ja noch was anderes, und das hat so lange gedauert, also war eigentlich die größte Herausforderung, ja. Da ist ja wieder dieses Thema Vertrauen, gell? Genau. Was kommt danach so? Ich kann mich gut erinnern, wie im Kloster diese Zeit kam, wo es nicht mehr stimmig war, wo ich gespürt habe, es passt nicht mehr, bis ich dazu Ja sagen konnte und den anderen Weg gehen kann, weil du weißt ja nicht, was nachher kommt. Und drinnen hast du einfach gewohnt und Sicherheit, und alles passt und alles läuft. Und so ist es im Unternehmen auch, ja, alles läuft irgendwie so. Man glaubt sich in Sicherheit, ist es ja letztlich nie, aber man meint. Ja. Ja. Und dennoch ist es, glaube ich, wenn man spürt, es ist nicht mehr 100%, dieses Loslassen immer in einen Prozess und durchaus auch mit Schmerz verbunden, ja. Auf jeden Fall, ja. Ersten Schritt. Genau, ja. War eigentlich so, wie du es gerade erzählt hast, war es bei mir eigentlich auch so, dieses Sicherheitsgefühl, und irgendwie läuft ja auch alles, ne? Aber ich glaube, ab dem Moment, wo man innerlich spürt, das ist es irgendwie nicht, kommt es so in Bewegung, und dann dauert das. Wahrscheinlich lernt man das auch mit der Zeit, dass man das irgendwann schneller kann. Oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich gestrickt, wie lang etwas. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir da auch auf uns selber keinen Druck ausüben, sondern dass dieser Prozess einfach auch sein darf, und irgendwann ist es klar, ja. Da kommt der Zeitpunkt, es ist so klar, und dann ist die Entscheidung sozusagen auch dann wieder über Nacht oftmals. Ja, okay, das stimmt. Ja. Meistens staut sich das ja so lange auf, genau, bis der Schmerz so nicht mehr kann, quasi, bis man sagt, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und dann geht es ganz schnell. Ja. Und dann folgt in der Regel danach etwas, was noch viel, viel schöner und größer ist. Und das ist das Wunderbare dran. Ja, genau. Sag mal, du bist ja jemand, der auch Werte wichtig sind. Du hast vorher Nachhaltigkeit, Bio angesprochen. Welche Werte sind denn für dich persönlich wichtig? Welche Werte? Habe ich dir eigentlich gerade schon gesagt. Ne? Eigentlich, dass alle Lebewesen gleich viel wert sind.
Ich bin auch Veganerin. Also mir ist auch wichtig, dass wir uns nicht über die Tiere zum Beispiel stellen. Ja, keine Ahnung, total viel. Also einfach Gleichberechtigung. Jedes Lebewesen ist gleich viel wert. Mhm. Und dass wir auch netter zu uns sind, also alle Menschen untereinander auch netter zu den Tieren und den, ja, auch netter zur Natur. Also dass wir einfach, ich weiß auch nicht, wieder mehr auch erkennen, die Natur, das sind ja auch wir. Wenn wir die Natur zerstören, machen wir unseren Lebensraum kaputt. Und solche Themen. So dieses Thema Wertschätzung der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, auch den Menschen, auch sich selbst gegenüber. Genau. Das ist so, ich glaube, manchmal ist es sogar leichter im Außen, diese Werte zu leben, wie sich selber gegenüber. Ja. Also das ist manchmal noch die größere Herausforderung. Und da dann wirklich hinzuschauen, dass man es in allen Bereichen und allen Ebenen dann umsetzt, diese Werte, das ist dann schon ein spannender Weg, immer wieder aufs Neue. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein langer Weg, aber schön, er lohnt sich. Er lohnt sich, absolut. Ja. Julia, ich habe noch ein paar kurze Fragen für dich und bitte dich einfach um kurze Antworten. Ja, gerne. Erfolg bedeutet für dich? Oh, Erfolg. Authentisch glücklich zu sein. Was sind deine drei größten Stärken? Dass ich so viele Ideen habe und dass ich einfach immer eine Lösung finde für irgendein Problem. Mhm. Größten Stärken Empathie. Was noch? Dass ich mein Herz ganz weit öffnen kann. Und eine Schwäche? Eine Schwäche. Vertrauen. Also dass ich muss das lernen zu vertrauen noch. Hast du eine Entscheidungsfindungsstrategie und wenn ja, welche? Also ich gehe ja gerne in den Wald. Habe ich ja schon aber erwähnt. Also ich gehe in den Wald und ich spreche dabei auch viel laut. Mir hilft das, meine Gedanken total zu ordnen. Und das ist meistens so, wenn ich aus dem Wald wieder rauskomme nach einer Stunde, kann ich ganz klare Entscheidungen treffen. Super. Gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Weiß ich jetzt nicht. Also eigentlich so, dass alles immer in Veränderung ist. Ich weiß nicht, ob es dazu ein tolles Zitat gibt, bestimmt. Aber nur alles ist Veränderung oder alles ist ein Fluss. Alles ist ein Fluss. Ja. Was war so der beste Rat, den du je bekommen hast? Oh, der beste Rat, den ich je bekommen habe? Ich weiß nicht. Hör auf dein Herz. Mhm. Vielleicht, ja. Und welche Internetressource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert und warum? Alles von Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Natürlich, ja. Ja, also eigentlich, ich mag das alles, was sie macht. Ja. Das heißt, ihre Podcast, das, was sie schreibt, so. Ja, alles eigentlich. Alles. Sein. Ja. Was ist derzeit dann deine beste Buchempfehlung? Vermutlich auch ein Buch von ihr, oder? Ja, das Buch von ihr, das letzte. Genau, habe ich immer liegen. Ich lese immer mal drin und man findet immer irgendwie wertvolle Hinweise. Also es ist einfach ein tolles Buch. Magst du es gerade nochmal nennen? Wir verlinken es dann gerne auch in den Shownotes. Es heißt Schön, dass es dich gibt. Das ist ein wunderbares Buch und wirklich inspirierend. Ja. Wir werden es gerne verlinken. Stell dir vor, du kämst auf eine einsame Insel, Julia. Was würdest du mitnehmen, wenn du nur drei Sachen mitnehmen könntest? Oh, da ich schon zwei Kinder habe, sind ja schon mal zwei Plätze belegt. das ist ja eine schwierige Frage. Jetzt muss ich noch eine Sache auswählen, ne? Mhm. Aber die Kinder sind ja keine Sache, von daher darfst du gerne. So, also die sind auch vor. Okay. Drei Dinge. Mein Laptop. Mhm. Das Buch von Laura. Ja. Das nehme ich noch mit. Vielleicht noch ein Buch, wo ich selber was reinschreiben kann. Notizbuch. Julia, welchen letzten Tipp magst du uns noch mit auf den Weg geben? Letzten Tipp? Hör immer auf deine Intuition oder lerne wieder auf deine Intuition zu hören. Ja. Ja. Und du hörst auf deine Intuition und die Menschen, die
das Gefühl haben, das ist genau das, was ich jetzt brauche, die können sich an dich wenden. Die Frage ist, wie und wo kann man dich am besten erreichen, Julia? Am besten über meine Seite, das ist www.businessheldinnen.com, mhm, und mir dort einfach schreiben. Oder es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen. Da kann man auch reinkommen. Das ist auch verlinkt auf der Webseite. Genau, da erreicht man mich auch. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und so einen Einblick geben in dein Privates, in den Wandel, der gerade auch bei dir so ansteht, in deinem Business und auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand es total interessant und wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch gut, dass du offen dafür warst, dass es so gerade bei mir so viel im Wandel ist und dass man das ja auch Authentizität, dass es genau eben nicht immer alles 100% klar ist, ne, was man gerade so macht. Ja. Das gehört im Leben eben mit dazu und das ist ja das Schöne dran. Genau. Und liebe Podcast-Freunde, ihr wisst ja, mein großes Anliegen ist es, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches und auch finanziell freies Leben führen können. Und von daher, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst und vielleicht auch eine Bewertung in iTunes schreibst. Komm gerne auch in unsere Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und denk dran, Henry Ford sagt, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher lieber unperfekt begonnen wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt? Dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayerl.